Servus und hallo zu dieser Episode Felix Tested Bikes und das ist die erste Neuigkeiten-Folge dieses Kanals. Und mit keinem geringeren als Andreas. Hi Andreas, schön, dass du da bist. Ja, hallo zusammen. Felix, danke, dass ich die Gelegenheit habe, hier mit dir zu reden. Ja, mega gern, immer wieder Augen öffnend, was du so von dir gibst und was du auch entwickelt hast. Und wir schauen uns heute jetzt mal ein paar Sachen an, die von dir neu im Herbst dann wahrscheinlich auf den Markt kommen, oder? Ja. Also ich habe die Sachen zum Teil noch nicht einmal selber auf dem eigenen Videokanal gezeigt, also so druckfrisch im wahrsten Sinne des Wortes ist es, denn was ich dir heute zeigen möchte an Neuigkeiten sind eigentlich zwei Räder, die in ihrer Machart, aber auch in ihrem Einsatz komplett diametral gegenüberliegend sind. Okay. Und ja, apropos druckfrisch, im wahrsten Sinne des Wortes, hier vor uns unser erster Rahmen, nämlich ein Rahmen, der aus dem 3D-Drucker kommt. Ah, krass. Und ja, ist eine krasse Sache. Ich war auch selber nicht sicher, ob ich es machen soll oder nicht machen soll, weil es auch mit einem gewissen finanziellen Aufwand einhergeht und weil ich eben nicht weiß, ob ein paar Tugenden, die eben aus dem herkömmlichen Metallberuf und metallverarbeitenden Rahmenbau ja kommen, da vielleicht nicht zu sehr über Bord fliegen. Und das, was ich eben dir hier zeigen möchte, ist halt ein neues Konzept, auch mit einem neuen Denkansatz. Mhm. Aber wie gesagt, das soll jetzt keine Wertung sein, besser oder schlechter, es ist einfach mal ein anderer Denkansatz und wir werden vielleicht auch an der Reaktion sehen, ob ob dieses Rad hier seine Berechtigung findet oder nicht. Ja. Also es ist für dich auch das erste Mal, dass du Titan gedruckt verarbeitest. Ja, richtig, genau. Das heißt, du hast einen komplett neuen Rahmen auch dafür entwickelt, konzipiert. Ja. Eben weil du bestimmte Schweißstellen nicht hast an dem Rahmen und dadurch wahrscheinlich auch bestimmte Eigenschaften bei dem Rad anders sind als bei einem verschweißten Titanrahmen. Ja. Wie entsteht so ein Rad? Also ich fange jetzt mal ein bisschen weiter vorne an, Felix. Vielleicht wird das Video wieder ein bisschen zu lang. Ich versuche aber auf den Punkt zu kommen. Gerne. Also gedanklich hatte dieser 3D-Druck den Ursprung eigentlich wieder beim Carbonrahmen. Denn der Trend bei Carbonrahmen ist ja, dass die Züge relativ schnell verschwinden und eigentlich gar nicht mehr sichtbar sind. Also entweder gleich in den Lenker rein, vom Lenker in den Vorbau rein und dann vom Vorbau über Spacer eben auch in den Deckel rein. So, jetzt ist natürlich auch der Gedanke da gewesen, wie setze ich das bei Titan rum, um. Und die Lösung für dieses Problem, nämlich Züge relativ schnell verschwinden zu lassen, liegt in einem extrem aufgeblähten Steuerrohr, um einfach Platz zu schaffen, Züge neben dem Gabelschaft im Steuerrohr mit einfließen lassen zu können. Mhm. Und da ist es jetzt natürlich so, dass hier diese Partie sehr massiv wird. Und damit einhergehend geht natürlich die Überlegung, wie kannst du gewisse Übergänge, damit du quasi diese Massivität auch designtechnisch nicht zu sehr zum Ausdruck bringen lässt, kaschieren. Mhm. Und dieses Kaschieren geht natürlich mit guten und sanften Übergängen. Das heißt, zuerst sollte nur das Steuerrohr quasi aus dem 3D-Druck sein, um eben mit maximal dünnen Wandstärken ein großvolumiges Steuerrohr zu kreieren. Der nächste Schritt war dann auch die Übergänge schön fließend hinzubekommen und natürlich nicht nur runter zum Rahmen, sondern auch zur Gabel hin. Woraufhin ich natürlich versucht habe, auch Gabelkrone und Unterrohr auch schöner ineinander fließen zu lassen. Und so ist es wie immer im Leben, wenn man einmal anfängt, einen Dominostein umzuwerfen, dann fliegen hinterher ganz viele andere Sachen auch um, beziehungsweise müssen gleichermaßen in Frage gestellt werden. Ja. Aber das ist ja interessant, du hast erst an die Funktion gedacht und dann ans Design hast du dich da weiterentwickelt und hast gesagt, okay, das gefällt mir jetzt so gut. Mit der Art des Designs und mit der Art des Vorgehens kann ich das ganze Rad auch bauen. Ja, so. Oder den ganzen Rahmen. Genau, so war der Gedanke. Also eigentlich ein ganz triviales Thema, Züge rechtzeitig reinzubringen. Ja. Ja. Also wir werden auch einen neuen Vorbau haben. Da bist jetzt leider eine Woche zu früh. Da nächste Woche ist der neue Vorbau fertig. Das ist auch aus dem 3D-Druck, wo dann die Züge direkt aus dem Lenker, der Lenker hat dann auch eine Bohrung, gehen dann hier rein. Beziehungsweise ich mache noch einen anderen Vorbau, wo dann die Züge hier in den Vorbau quasi unten reingehen, dass du noch weniger siehst von den Zügen. Ist das kompliziert zu bauen, dass er da nicht bricht? Oder ja, nee, eigentlich, also so beim Vorbau. Meinst du? Ja. Ja, das eigentlich Komplexe ist wie immer, dass du das Gewicht nicht zu sehr nach oben wegfliegen lässt.
Also würdest du sagen, 3D-Druck ist auch eine Einladung, leichtere Räder dann zu bauen? Ja, würde ich nicht sagen. Also leichter, glaube ich, wären sie deswegen nicht, weil sie voluminöser sind und dadurch mehr Material ist. Das heißt, das ist eigentlich eine andere Formensprache. Vom Gewicht her sind sie ziemlich identisch, weil einfach, du siehst es hier, alles wesentlich dicker, wesentlich massiver ist, so wie diese neuen Carbonrahmen. Ja. Und das muss man natürlich auch mögen, diese Voluminität in den Knotenpunkten. Und das eben auf Metall transferiert, gerade auf Titan, ist natürlich komplett neue Welt eigentlich. Ja, ja. Also mich erinnert hier dieses Stück auch, also das Design hier ums gerade hier, also der Part, total ans Parapera auch. Ja, also das, ans Animos. Ja. Richtig, ja, ja. Das ist natürlich vom Animos abgeleitet. Ja. Ja. Aber es ist jetzt nicht billig Copy-Paste, das ist ja nicht nein, eine Datei nein, CAD. Weil wir hier dann doch andere Anforderungen haben. Also was mir auch total gut gefällt, ist einfach, wie sich die Form vom Oberrohr verändert. Ja. Ist das was auch nur beim 3D-Druck funktioniert so? Also da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt. Also der erste Ansatz war ja quasi nur diese Front im 3D-Druck zu machen. Ja. Aber dann muss es ja irgendwie auch fließend übergehen. Ja. Also zu dem Thema, ein Dominostein wirft den nächsten, dann war natürlich die Überlegung, wie bringe ich es fließend über? Und dann war natürlich klar, fließend kriegst du es nur, wenn du den gesamten Hauptrahmen im 3D-Druck aus einem Stück machst. Ja. Ganz kurz was zu der Fertigung eines 3D-Drucks. Ich weiß nicht, viele können sich vielleicht darunter nichts vorstellen. Also du musst es dir so vorstellen, dass da eben Titanpulver in einem Titanbett liegt und dann über den Laser sozusagen eine Struktur Schicht für Schicht mit dem Laser gebrannt und aufgebaut wird. Und das ist natürlich ein sehr aufwendiger Prozess. Also aus dem Nichts entsteht dann aus dem Pulver. Genau. Entsteht der Rahmen. Aus Staub. Aus Staub. Wenn wie halten dann die einzelnen Staubteilchen? Durch Verbrennung und den Schmelzvorgang gehen sie eine Einheit an mit den Molekülen der Titanpartikel, die sozusagen nebenan liegen. Und so baut sich, wie beim Kunststoff 3D, aus dem Staub entsteht dann der Rahmen. Genau, das heißt, wenn du dann irgendwann den Rahmen rausholst aus dem Pulverbett, dann kannst du erstmal sozusagen die übrigen Staubkrusten entfernen und abmachen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Also das wird wahrscheinlich auch in einem Zeitraffer-Video wahnsinnig gut ausschauen. Oder also würde ich gerne mal sehen, wo machst du sowas? Also wo oder wie entsteht sowas? Von den Kosten her kannst du sowas hier in Deutschland nicht mehr fertigen. Das wird in Asien gefertigt, in Taiwan. Ja. Das ist wahrscheinlich auch nicht leicht, da einen richtig guten Fertiger zu finden. Es gibt nur einen, der das kann in ganz Asien. Ja. Krass. Ja. Bezogen auf Fahrräder. Es klingt wirklich nach Raketentechnik. Also das ist schon was sehr, sehr Kompliziertes. Ja. Es klingt auch sehr teuer. Ist es. Du kannst vor allem, du hast das Problem, du kannst es nicht durch Masse hochskalieren und Stückkosten-Degressionseffekte erreichen. Warum nicht? Naja, weil, wie du schon sagst, das sehr zeitintensiv ist. Ja. Ein Rahmen dauert Zeiteinheit 1 und zwei Rahmen Zeiteinheit von 2 und nicht von 1,5. Ja. Also du kannst es kaum hochskalieren. Ja. Denn die Maschine ist halt ausgelastet mit einem Rahmen und wenn der Rahmen fertig ist, macht sie den nächsten. Mhm. Und das ist nicht wie beim CNC-Fertigen. Du machst 100 in einer Reihe durch und hast dann 100 Tretlager, 100 Ausfallenden, 100 Steuerrohre, sondern Stück für Stück der Reihe nach. Ja. Ja, und was halt jetzt hier ein interessantes Thema ist, das sind zweierlei Aspekte. Zum einen fällt ein Großteil dieser handwerklichen Baukunst und Fertigung einfach weg. Mhm. Denn am Ende des Tages haben wir wie siamesische Zwillinge, ein Rahmen gleich dem, ein Handy dem nächsten, haben wir zwei Räder die sich eigentlich nicht voneinander unterscheiden. Auf der einen Seite ist es alles, was dazu führt, um Varianz zu eliminieren, ist natürlich gut. Yeah. Ja. Wie Shimano immer sagt, ein Bauteil hervorragend zu bauen, ist kein Kunststück. Aber 1000 identische Bauteile in gleich hoher Qualität zu bauen, ohne Varianz, ist ein Kunststück. Und das ist das, was dieser Rahmen natürlich auf der einen Seite hat. Maximale technische Performance. Da gibt es keinen schlechten Tag. Keine Freitags. Da ist jeder Rahmen quasi gleich. Und das im Positiven wie im Negativen. Mhm. Ja, es gibt keinen
keine Individualität mehr im eigentlichen Rahmen. Für dich als Hersteller natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Da würde ich sagen, kannst du vertraut drauf, dass andererseits haben wir unsere geschweißten Rahmen ja auch einen so dermaßen hohen Standard, dass es eigentlich kein wirkliches Thema ist. Mhm. Und das, was unsere anderen Rahmen, die handgeschweißten Rahmen, eben auszeichnet, ist natürlich diese feine Schuppung und diese hohe Kunst der Verarbeitung, die man hier jetzt de facto kaum noch mehr hat. Das Einzige, was jetzt hier, das Einzige in Anführungsstrichen, was man jetzt hier noch in Form von Handwerkskunst noch hat, ist, ich habe den allerersten Prototypen, da war ich schon fast ein Stück weit zu kühn, weil ich da den gesamten Rahmen aus dem 3D-Druck, aber das fliegt ja kostenmäßig total davon. Da liegt Warum ist das teurer? Naja, weil das halt in der Potenz länger dauert, einen ganzen Rahmen zu machen. Ja. Ja. Und hier ist halt folgende Kunst oder folgende Überlegung gewesen. Man macht nicht den ganzen Rahmen. Ein ganzer Rahmen, der Prototyp, ich will es gar nicht mehr genau wissen, aber irgendwo bei knapp 40.000 Euro. Ein Rahmen, ja, jetzt einfach mal, um zu schauen, ob es funktioniert. Ja. Aber es hat funktioniert, ja. Es hat funktioniert. Aber, Verkaufst du den oder was machst du mit sowas? Verkaufst du das? Ja, der ist schon wieder kaputt, weil wir den durch einen Überlasttest geschaut haben, wo die Grenzen sind. Also der ist schon, da stehst du ja dann mit einem weinenden Auge wahrscheinlich. Ja. Mein Gott. Ja. Ja, das ist schon, okay. Und was kostet jetzt sowas? Genau. Und, 20.000? Nein, eben nicht. Und zwar deswegen, weil wir Folgendes gemacht haben. Du siehst, der Hauptrahmen ist aus einem Stück und dann haben wir hier das Sitzrohr. Mhm. Und das Sitzrohr ist ein ganz normal konifiziertes, gezogenes Sitzrohr, wo wir nämlich die zwei Hälften, das hintere Rahmendreieck und das Hauptrahmendreieck quasi separat am Sitzrohr anschweißen und miteinander verbinden. Mhm. Das heißt, dieser 3D-Druck hat seine Kunst darin, dass wir ihn in zwei Hälften zerlegt haben. Das hintere Rahmendreieck durch die abfallende Strebe genau innen reinpasst bei der Fertigung. Das heißt, wir haben die Baugröße mehr oder weniger halbiert. Und in den Kosten her ist es jetzt nur noch ein Bruchteil dessen, was in Bezug auf die 40.000, was der Prototyp gekostet hat. Ja. Und somit haben wir jetzt nicht mehr den Anspruch erfüllt, den gesamten Rahmen, den ich zuerst hatte, aus einem Stück zu machen. Ja. Aber vielleicht muss es auch gar nicht, denn oft ist ja der richtige Weg die goldene Mitte. Ja. Und die goldene Mitte in dem Fall ist ja auch im wahrsten Sinne des Wortes das Sitzrohr, was quasi den 3D gedruckten hinteren Rahmen verbindet mit dem 3D gedruckten Hauptrahmen. Ja. Jawohl, das heißt, wir haben jetzt hier zwei... Und die Gabel, passt die da auch noch rein? Die Gabel passt auch noch rein. Die Gabel ist auch noch drin. Die Gabel wird quasi hier unterhalb des Unterrohrs gleich in der Fertigung mit bearbeitet. Dann ist ja die Gabel zum Beispiel auch aus einem Stück, oder? Die ist aus einem Stück. Also die ist tatsächlich aus einem Stück. Ich habe eine dabei, die zeige ich dir gleich. Ja. Also, und wie fühlt sich das an? Also wie kannst du das beschreiben? Also wie gesagt, vom Gewicht her dachte ich, es wird noch ein bisschen leichter, aber wir sind auf demselben Gewichtsniveau wie der geschweißte Rahmen. Ja, was liegt das jetzt? Also der Rahmen liegt dann so bei knapp 15,50. Ja. Wow, krass. Ja, in den Dreh herum. Ja. Ja. Aber also jetzt haben wir quasi einen Rahmen geschaffen, der sozusagen beide Welten noch also in sich trägt. Ich will jetzt nicht sagen die neue Welt, weil das hört sich fast ein bisschen wertend an. Das soll es nicht sein. Das ist halt eine andere Welt. Der 3D-Druck auf der einen Seite, der rein maschinell ist, der nichts Menschliches mehr hat, aber der halt eigentlich schon zu perfekt ist, um aus Menschenhand zu stammen. Ja. Aber auf der anderen Seite haben wir hier tatsächlich noch Schweißtätigkeiten, die halt gemacht werden über Sitzrohr, wo Hinterbau und Vorderrahmen angebracht werden. Ja. Und damit haben wir sozusagen eigentlich, wie ich vorhin sagte, diese goldene Mitte vielleicht ganz gut auch getroffen, dass wir die neue Technik mit dem 3D-Druck auch noch kombiniert haben mit einem Stück weit Handarbeit. Und das zweite Maß an Handarbeit ist natürlich auch der, dass die Oberfläche nach so einem 3D-Druck wahnsinnig rau ist. Mhm. Und du musst sie halt handpolieren. Mhm. Und da ist natürlich dann schon wieder maßgeblich Handarbeit drin. Und vom Preis her,
so ein, der geschweißte Rahmen liegt irgendwo bei 3 und der wird irgendwo ein Tausender teurer sein, bei 4.000. Im Einkauf oder im Verkauf? Im Verkauf. Also darum sage ich, es ist eigentlich durch diese intelligente, jetzt ist er marktfähig. Ja. Vorher war er nicht marktfähig. Ja, das da ist ja auch ein wichtiger nur, Punkt beim Radentwickeln, dass es auch am Schluss jemand kaufen kann. Ja, und wie, also wie machst du es jetzt als Unternehmer? Baust du jetzt eine Linie, also dieses, genau, diese Geometrie? Richtig, Felix. Also das ist halt jetzt unsere neue Serie, unsere R-Serie. Also da ist nichts mehr mit RS. RS steht ja für Rennsport. Mhm. R ist nur Race, also Punkt. Ja. Okay, also, kein Sport mehr. Nein. Ja. Kein Sport mehr. Das hängt man sich dann irgendwo hin und schaut sich die Nein, 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 nein. Also das ist einfach nur für, wie soll ich sagen, für Rennen. Radikal vielleicht. Ja, radikal oder weiß ich gar nicht, wofür R alles stehen kann. Oder vielleicht fällt euch was ein, gerne Rocket, in die Kommentare, oder, für was das R stehen kann. Ja. Aber ja, also wie gesagt, das ist einfach mal ein neues Konzept, nicht nur designtechnisch, sondern auch fertigungstechnisch. Vom Einsatzbereich her ist es jetzt hier vor uns ein Speed Gravel. Also das ist in dem Fall jetzt Alex sein Rad. Alex fährt damit schon ganz fleißig, ist sehr, sehr begeistert, ist so schnell unterwegs, dass er sogar schon vom Auto geholt wurde, weil er übersehen wurde. Mhm. Aber ihm ist Gott sei Dank nichts passiert, dem Fahrrad auch nicht. Aber jetzt hier vom Aufbau her ist jetzt ein 30er Reifen, da würde sogar auch noch ein 35er sehr gut reinpassen. Und von der Geometrie ist es dann genauso wie Speed Gravel? Genau, ist genauso wie Speed Gravel. Ist genauso wie Speed Gravel, nur von der Formensprache wollte ich es ein bisschen differenzieren. Ja. Einmal durch diesen Versatz dieser Kettenstrebe. Normalerweise bin ich ja, wie man ja vorne auch sieht, am Steuerer und Freund von fließenden Linien. Ja. Aber jetzt in dem Fall habe ich diesen Versatz auch aus konstruktionstechnischen Dingen drinnen oder beibehalten, weil ich den dann hier in den Hauptrahmen einklappen kann. Stimmt, das sieht und anders dadurch aus ist auch das Oberrohr ein bisschen gerader gehalten. Mhm. Ja. Und diese Designsprache kommt ja eigentlich aus der Aerodynamik. Aerodynamik, da versucht man ja alles sozusagen maximal windschnittig zu machen, also hier quasi keine Wirbel entstehen zu lassen, beim Übergang Gabel zu Unterrohr, das Oberrohr auch maximal gerade, keine abfallenden Oberrohre. Je gerader das Oberrohr ist, desto weniger ist quasi von vorne die Windanfälligkeit, weil die Fläche eben geringer ist. Man hat dann eben quasi nur den Querschnitt des Rohres und eben nicht noch auch das Längsprofil des Rohres durch das abfallende Oberrohr und die Kettenstreben werden kürzer gehalten, damit sie nicht so weit im Wind stehen. Und ein bisschen besser tut es auch dämpfen, weil der Winkel flacher ist. Aber eigentlich kommt sowas aus dem aerodynamischen Bereich. Das ist schon krass, dass man so viel beachten muss und dann am Schluss immer noch ein hübsches Rad dann da steht. Ja, ja. Was würdest du sagen, ist wichtiger für dich, Design oder Funktion? Das ist ja genau der Punkt, warum ich überhaupt nicht einschätzen kann, ob dieses Rad eine Existenzberechtigung hat. Weil von der Funktion her, also wenn ich jetzt sehr hart mit mir ins Gericht gehe. Das ist bei Parapera, glaube ich, auch so ähnlich. Ja, also von der Funktion her ist es nicht schneller wie ein anderes Rad. Ja, die Geschwindigkeit, die drin. Also ist der Fahrer. Es hängt ja auch ein bisschen was vom Fahrer. Ist ja auch schön vielleicht. Ja, aber jetzt, es ist halt technisch eine andere Bauweise. Das ist eigentlich eher eine Herausforderung für dich wahrscheinlich auch gewesen, oder? Dass du lernst mit dieser neuen Art des Fertigens. Absolut. Also das ist am Ende, habe ich vielleicht das Glück, einen Beruf zu haben, wo ich meinen Spieltrieb ausleben kann. Und natürlich geht es hier darum, auch wieder Benchmark zu setzen, sowohl für uns als Unternehmen, was die Verarbeitung von Titan anbelangt, als auch für mich, um zu sehen, für mich persönlich, was geht, wo sind die Grenzen ausgereizt mit diesem Werkstoff Titan. Also ich kenne kein anderes Fahrrad, das 3D gedruckt und aus Titan ist. Es gibt noch einen aus England, Sturdy Cycles, aber der macht es nicht komplett, sondern der macht aber auch wirklich sehr schöne Fahrräder, aber eben nur Einzelbauteile und dann wird halt geschweißt. Also du dann bist auch jetzt auch der Erste, der das jetzt ja, so... Ja, definitiv. Crazy Shit. Krass. Und ist natürlich dann auch für dich jetzt auch schwierig einzuschätzen, aber glaubst du, das wird irgendwann Einzug bei den Mainstream-Marken? Das glaube ich nicht. Da ist... Ist zu aufwendig? Da ist, ja, also aber auch wenn es viel billiger werden würde? Es wird nicht viel billiger. Ja? Es kann nicht billiger werden, weil eben die Degressionseffekte nicht abbildbar sind. Ja. Und du hast halt immer noch Titan, was an sich was sehr, sehr teuer ist. Ja.
Also bleibt es was für Leute, die Titan zu schätzen ja, wissen? Ja, also Leute, die genau, es bleibt, es ist was für Leute, wichtig, ja. Dauerhaltbarkeit, ja. Purismus eben Titan, ein Faible haben für neue Fertigungstechnologien, ein Faible haben auch für neue Designsprache, ähnlich wie eben im Carbon-Rahmenbau, ja. Die auch so ein bisschen dieses maschinentechnische halt lieben. Aber es ist natürlich schon so, am Ende des Tages, ja, dürfte ich jetzt zwar nicht so sagen an der Stelle, am Ende des Tages ist es immer noch nur ein Fahrrad. Ja? Und mein Edelstahl-Rennrad von vor 8 Jahren ist eigentlich genauso gut noch wie dieses Rad. Also, was ich sagen was möchte, fährst du für eine Marke privat? Also dieses Edelstahl-Rennrad, das ist mein eins meiner Lieblingsräder, ja. Das ist sogar noch mit Felgenbremse. Ja? Ja. Also, und da bin ich genauso schnell wie mit dem Rad. Ja? Also ja. Man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Am Ende bestimmt der Fahrer die Geschwindigkeit. Ja. Genau, aber es geht natürlich schon auch darum, Emotionen beim Radfahren umzusetzen und zu zeigen. Und natürlich ist es schön, ein Rad zu fahren, was einem quasi persönlich liegt. Und und das ist eben für viele mit einem herkömmlich traditionell geschweißten Rahmen, jetzt im negativen Sinne gesprochen, so meine ich es nicht, ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen zu konservativ. Mhm. Und der hätte schon ein Faible für Titan, aber ja, und vielleicht ist für den genau das das Richtige. Ja. Ja. Also ich finde es krass hübsch und ich habe ich habe jetzt gar nicht so wirklich reflektiert, was da für eine Handwerkskunst dahinter ist. Also mir gefällt es einfach optisch wahnsinnig gut. Ohne davor gewusst zu haben, was da eigentlich für eine, ja auch eine Ingenieursmeisterleistung dahinter steckt und wie das Ding dann auch tatsächlich gedruckt wird, wie das gefertigt wird. Aber jetzt ganz spannend, also du sagst, die Geometrie ist die gleiche wie beim wie bei den letzten. Genau, was Winkel anbelangt, was Radstand anbelangt, was Kettenstrebenlänge anbelangt. Also weil wir jetzt über Neuheiten sprechen, würdest du sagen, so die Geometrie ist ausgereift? Die ist ausgereift, definitiv. Ja. Also an meiner Geometrie fummel ich auch nicht mehr rum, weil die habe ich 10 Jahre perfektioniert und die ist so gegeben. Und jede Veränderung, die ich selber machen würde, selbst aus Neugier heraus, weiß ich, das ist eine Verschlimmbesserung. Also nicht mal ich gehe jetzt an meine eigene Geometrie ran. Deswegen machen wir auch keine Custom-Räder. Das war auch eine Frage, die ich jetzt auch lange hatte. Wie gehst du denn zum Beispiel jetzt, machst du die Geometrie bei allen Marken gleich. Also ist Rennstahl das die gleiche Geometrie wie bei Parapera und Falkner? Definitiv. Das heißt, du hast dein Rezept gefunden und die, und das wird durchgezogen. Ja. Sehr interessant. Das ist, also cool, das ist die einzige Konstante bei mir, mit der ganzen Unruhe, die ich immer reinbringe im Unternehmen mit sowas. Aber die Geometrie, aber ist auch wichtig, ne, dass die Räder dann sich immer noch gleich anfühlen. Ja, zwingend. Zwingend. Und du suchst dir die Herausforderung dann in der... In der Umsetzung, damit es auch nicht langweilig wird. Eine Sache, Felix, noch, auch, die man auch wissen sollte oder berücksichtigen sollte. Diese moderne Formensprache hier hat natürlich auch, weil wir immer sagen... Design follows function. Das hört sich ja immer so ein bisschen abgedroschen an, aber am Ende des Tages ist es schon, ist es schon so. Nur in einem Punkt wird dieser Grundsatz durchbrochen, Design follows function. Yeah. Und zwar ist es letztendlich hier in dieser Kabelführung. Denn du musst wissen, dass wenn du das Kabel im Gegensatz zu den herkömmlichen Rädern, wo es ja im Unterrohr eingeführt wird, gleich vorne einführst, und dann macht es am Ende schon auch fast gar keinen Unterschied mehr, ob du es gleich durch den Vorbau führst oder hier jetzt durch den Deckel oder so, wie es dann der neue Titan-Vorbau hat, auch hier rein, dass du dann quasi dann sozusagen hier reinkommst in den Vorbau und dann hier verschwindest. Ja. Das hat einfach nur den Hintergrund, dass du dann noch ein bisschen flexibler bist bei der Auswahlmöglichkeiten der Lenker. Ja. Und da sind wir ja schon beim Punkt. Je mehr du sozusagen vorne reingehst, desto weniger Optionen hast du, andere Bauteile zu verwenden. Also du schränkst dich massiv in der Auswahl der Bauteile ein. Deswegen gehen viele ja jetzt auch von den Carbon-Herstellern dazu über, nicht mehr ganz reinzugehen, sondern vorne reinzugehen, damit wenigstens Vorbau und Lenker als Cockpit irgendwo noch Also das hat sich substituierbar und austauschbar. Zum Thema Neuheiten, das hat sich nicht durchgesetzt. Hat sich eigentlich nicht durchgesetzt. Das, also dass man Vorbauten mit Lenker verbindet, das ist nichts mehr. Nee. Ja. Also erstens, du willst ja auch den Winkel des Lenkers unabhängig vom Vorbau einstellen. Ja. Du willst ja auch unterschiedliche Vorbaulängen ausprobieren. Ja. Und wenn du jetzt das Folgendes hast, das geht jetzt hier rein oder geht vorne rein, du kannst den Vorbau nicht mehr tauschen. Ja. Das heißt, wenn du mal einen Flip-Flop-Vorbau haben möchtest, den einfach umdrehen, für eine Tour positiv drehst, das geht nicht mehr. Wenn du mal einen Lagerschaden hast, hier im Steuerrohr, welche Konsequenz hat das? Dann musst du zum Alex.
Da muss der ich baut das aus. Ja, aber was baut er da alles aus? Ja, alles. Ja, alles. Alles, 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 alles. Um ein blödes Lager zu wechseln, weil die Leitung geht hier, hier durch, musst du sozusagen die ganzen Kabel rausnehmen. Die auch Kabel im Schaltzug. Kommen, ja, alles. Schaltzug, Bremsleitung. Ja, um das aber rauszubekommen, musst du die Kurbel rausnehmen. Also das nimmt Dimensionen an, nur um ein Lager zu wechseln. Oder einen Spacer zu tauschen, einen Spacer rauszunehmen, oben anzusetzen. Ja. Geht dann nicht. Geht dann nicht. Hier geht es jetzt noch. Ja. Ja, aber bei den komplett integrierten. Das heißt, diese Funktionalität nimmt so dermaßen quasi ab, zugunsten jetzt Design, aber maximal zulasten eben Funktionalität. Dass man da auch schauen muss, wo der gesunde Mittelweg wieder ist. Und ich denke, spannend, dass er so erreicht ist. Ja, und selbst wenn du verreisen möchtest, ja, du kriegst ja, weil die Züge so kurz sind, du kriegst das Ding ja nicht einmal ab, um es irgendwo im Koffer oder im Fahrradkoffer unterzubringen. Also das, das nimmt ja noch ganz andere Dimensionen in anderen Belangen an. Oder du kannst den auch nicht quasi endlos verdrehen, weil wenn du ihn verdrehst, geht ja die Gabel nicht mehr mit und dann sind die hinteren Züge voll auf Spannung. Ja, ach Gott. Das heißt, ins Auto legen wird kompliziert, so wie früher diese durchgehenden, kennst du noch, die durchgehenden Sattelstützen, die quasi dann oben abgesägt wurden. Ja. Das Sitzrohr, war die Sattelstützen eine Einheit mit dem Sitzrohr und dann hat nur noch der Sattel. Hat sie auch nicht durchgesetzt. Ja. Manche Hersteller machen es noch. Aber gut, auch spannend. Also ich meine, dann sieht man ja auch bei dir, was so die nächsten Jahre dann bei den anderen Herstellern so kommt, mal gucken, wieder zurückgerudert. Ja, ja. Außer irgendjemand stellt jetzt so ein verrücktes Cockpit wie Canyon nochmal vor. Ja. Aber das, glaube ich, wird nicht passieren. Hast du noch was dazu? Ja, genau. Also und im Gegen, also zu dem Rad jetzt nicht, aber jetzt hat quasi das Rad, was da jetzt nicht in der Qualität her, sondern in seiner Gesamtheit diametral gegenübersteht, ist das neue Trail Gravel von uns. Das ist ein geschweißter Rahmen. Ja, den würde ich dir auch schnell zeigen. Da machen wir einfach ein separates Video dazu, würde ich sagen. Ehrlich? Weil, dann ist es auch leichter zu finden auf YouTube, weil ich finde das Trail Gravel auch super interessant. Ja. Und dann bauen wir hier schnell um, machen aber ein separates Video und das Video zum Trail Gravel gibt es dann in einem der folgenden Videos. Also dranbleiben, abonnieren und liken nicht vergessen. Ja. Danke Andreas bis hierhin und gleich geht's weiter mit dem Trail Gravel. Sage ich euch auch erstmal Tschüss an der Stelle und genau. Also richtig gute Arbeit. Mega. Ja. Toll.